Kalispera und guten Abend, meine lieben Freunde. Seid gegrüßt zu einer weiteren Aufnahmesession von Space Engineers. Wie ihr sehen könnt, wir befinden uns immer noch auf dem Mond. Natürlich, wo sonst? Da haben wir auch das letzte Mal aufgehört. Im Cockpit mit Blick auf die Sonne, Mann, das blendet. Nein, mit Blick auf unsere Basis und es ist endlich passiert. Die Entwickler haben ihre Androhung oder ihr Versprechen, wie man es nennen möchte, wahrgemacht. Es gibt ein neues Setup-Display. Komplett überarbeitet, sieht ganz anders aus. Schick, würde ich jetzt mal so sagen, clean. Bis jetzt. Aber. nein. Wir lassen das Aber auch schon mal weg. Jetzt bleiben wir mal beim Head-Up-Display. Ich finde, es sieht echt gut aus. Muss sich halt dran gewöhnen, was ich denke, so einigermaßen hinbekommen werde. So viel zum Head-Up-Display. Jetzt kommen wir auch schon mal zum großen Aber. Was mich so ein bisschen ärgert, was sie einfach nicht in den Griff bekommen. Schaut mal her, zeig's euch ein bisschen. Wir sind ja hier schön geparkt, oder wir haben schön geparkt auf dem Mond. Wie ihr sehen könnt, unsere Landefüße ausgefahren und grün. Das heißt, was heißt das eigentlich? Wie soll man das sagen? Die Magnete sind angeschaltet und man dürfte das Raumschiff nicht mehr bewegen können oder irgendwas. Müsste eigentlich fest mit dem Untergrund verbunden sein. Jetzt schaut euch das mal an. Jetzt lasse ich mal die Alt-Taste los und bewege mal die Maus. Seht ihr? Irgendwie stelle ich mir fixiert oder magnetisiert, wie man es nennen möchte, stelle ich mir anders vor. Ich will es jetzt nicht übertreiben, ich möchte die Landefüße nicht zerstören. Das finde ich ein bisschen schade, dass sie das einfach nicht in den Griff bekommen. Warum? Was ist da dran so schwer, diesen Scheiß-Bug zu fixen? Dieser Bug hat uns Miner immer umfallen lassen. Da müssen wir genau deswegen jedes Mal reparieren. Das nervt einfach langsam. So. Also, wer das hier sieht, bitte teilt doch den Entwicklern mit, so wie ich es auch schon gemacht habe. Sie möchten doch die Landefüße, die Landing Pads, wie sie es nennen wollen, das Landing Gear, möchten sie doch bitte fixen, dass es genauso funktioniert, wie es soll. Zwar nicht nur während dem Spiel, sondern nach dem Laden des Spiels, ne? Muss das auch noch funktionieren. Das wäre toll. So. Vor lauter Reden geht jetzt natürlich die Sonne unter und wir bauen dann in der Nacht. Macht aber nichts. Seid ihr ja gewohnt von mir. So, jetzt aber erstmal. Ich starte mal. Welche Turbinen starte ich denn? Ich glaube die Ionenantriebe. Ionenantriebe starte ich jetzt mal. So, genau. Und dann versuchen wir nochmal unsere Landefüße zu magnetisieren, sofern wir einen richtigen Platz finden. Wenn wir schon mal dabei sind, können wir ja ein bisschen umpositionieren. Hier ist eigentlich ganz gut. Nein. Was macht denn der jetzt? Wieso fliegt der jetzt so weit? Alter. Ich habe doch nur ganz kurz den Schub angetippt. Also wir müssten wirklich, wenn wir wieder zurückkommen, ja, nochmal ein bisschen an unseren Bremstriebwerken arbeiten. Die vernachlässige ich immer. Die bringen irgendwie gar nichts. Habe ich jetzt das Gefühl, rückwärts geht nicht, oder wie? Jetzt, ja, aber wirklich sehr langsam. Boah. Also ihr seht es nicht, ne? Ich drücke gerade wie verrückt durch den Rückwärtsgang und es passiert einfach nichts. Warum? Jetzt passiert was, wenn ich mich bewege. Das ist sehr seltsam. Na egal, wir landen einfach. Ich möchte einfach nur, dass die Füße magnetisiert sind. Mehr wollte ich ja gar nicht. So. So, jetzt kann ich die Maus bewegen, vielleicht hört man es ja. Schmeiß die Maus mal ein bisschen durch die Gegend. Es bewegt sich nichts mehr, es ist nur ein Fuß fixiert. Warum hat es vorher nicht funktioniert, wenn alle Füße fixiert waren? Egal. Wieder einer, nein. So. Na komm, von mir aus zwei sind okay.
Nein, ich möchte alle haben. Ich möchte alle haben. Ihr kennt mich, ich bin da, was das angeht, ein bisschen. Bisschen eigen. So. Ich könnte mal die Scheinwerfer anschauen, vielleicht sieht man dann ja mehr. Ja. Okay, mehr wie 3 bekommen wir nicht, das heißt, das nehmen wir. Gekauft, fertig. Da haben wir jetzt noch 2, also von mir aus, mir egal. Lassen wir es einfach so. Was ist hier T und N? Das verstehe ich nicht. Toggle N. Hm. Versuche gerade im neuen Head-Up-Display mich ein bisschen zurechtzufinden. Alles verstehe ich noch nicht ganz. Aber macht nichts, muss ich auch nicht. Wichtig ist, dass ich sehe, wo quasi die Lebensdauer der Batterie ist. Naja, das Gewicht vom Schiff finde ich jetzt nicht ganz so wichtig. Dann eine zusätzliche Information fällt. Die Anzahl der Triebwerke und die maximale Schubkraft in Kilogramm, die würde fehlen. Und dann bringt mir nämlich auch das Gewicht was vom Raumschiff. Aber so alleine, ja gut, ist toll, aber... Ach, was soll ich sagen? Reicht halt nicht aus, ne? So, Handbremse. Handbremse können wir lösen, brauchen wir hier nicht. Was ist ein Y? Ist das Power? Ah, cool. Okay, neues Feature mit Y. Das ist ja nett. Control and Number. Ah, okay, kann man durchschalten. Auch nett. Vielleicht ging das vorher schon, nur ich wusste es halt nicht. Jetzt nochmal aussteigen hier. Alles klar. X, Jetpack, klar. Also ich muss sagen, ich finde es toll. Ja, es war halt so irgendwie ein bisschen wie die ganzen Windows-Kacheln gehalten. Wahrscheinlich war auch das die Vorlage, aber... Ich finde es toll. Haben sie wirklich toll gemacht. Man muss sich dran gewöhnen, klar, wie in so vieles, aber sieht nett aus. Genauso wie der Ausblick auf diesen wunderschönen Planeten hier, wo wir unsere Heimat nennen. So, jetzt aber. Wir wollten ein bisschen was bauen. Damit wir unser Material hier loswerden. Wahrscheinlich können wir nicht so viel bauen, wie ich mir mal hoffe. Moonbase war schon... Ach, zum Wegpunkt. Ich dachte schon, was kommt da angeflogen. Und ich muss leider gestehen, schon so lange her, ich weiß gar nicht mehr, wie ich das Ganze bauen wollte. Es tut mir leid. Wir müssen wieder experimentieren. Ist echt schlimm, wenn man da nicht dabei bleibt bei der Sache. Dann weiß man letztendlich gar nicht mehr, wie man es bauen soll. So... Das ist jetzt die gute Frage. Ich probiere einfach mal ein paar Sachen aus. Ne? Ihr nehmt es mir nicht böse. Das ist... Nee, so nicht. So. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, ne? Oder hier. Mal auf, wenn wir jetzt hier und dann hier so draufsetzen. Ich glaube, so wollten wir das haben, ne? Wenn mich nicht alles täuscht. Wollten wir das so? Jetzt sagen wir, machen es einfach so. Es gibt schlechtere Konstruktionen, oder? Wir werden natürlich für einen gewissen Ausblick sorgen. Die Glaswand wäre toll an der Stelle, ne? Glaswand. Idiotenfenster. Glaswand. Oh Gott, verzeiht mir. So. Wo? So, jetzt ist interessant, was wir fangen. Hier, da. Den habe ich wahrscheinlich nicht dabei, ne, so wie ich mich kenne. Idiot. Aber macht nichts, den können wir abholen. Doch, ich habe ihn dabei. Bin doch nicht so blöd, wie ich gedacht habe. Mhm. Wehe, ihr widersprecht jetzt. So, ich muss mir echt hier zurechtfinden. Hat sich, also, hat sich wirklich stark geändert, aber es gefällt. Sieht wirklich clean aus. Wo ist denn jetzt hier der Connector? Connector. Wieder hier suchen. Connector, ach, der ist leer. Und wir können natürlich nichts rüberschieben. Danke. Nein, die nicht. Das hier noch. Und den Gerda. Und die großen Tubes und die kleinen.
Habe ich so das Gefühl, dass mehr an den Konnektor passt? Kann sein, ne? So, Preisfrage. Wir können ja immer noch so schön hüpfen auf dem Mond. Ne, jetzt wieder ein bisschen ernst. Die Preisfrage. Wie gestalten wir hier die Wände? Nehmen wir unseren, na, wie heißt das so schön? So Interior Wall. Also den Boden an der Seite, damit es so ein bisschen leuchtet. Oder nehmen wir einen normalen Armor Block. Ich glaube, die Interior Wall sieht wirklich besser aus, wenn ich es so anbringe. Ne? Komm. Flex mal weg. Also nicht wundern, wenn ihr jetzt denkt, hier geht ja gar nichts vorwärts, es geht vorwärts. Wer mich kennt, es geht immer vorwärts, nur es braucht bei mir alles Sätze. So. Na. Snap in. So. Moment, so. Kann sein, habe ich die falsch platziert. Ich bin etwas aus der Übung. Wie gesagt, ist schon wieder lange her. Ich bin mir jedes Mal lange her, weiß ich wohl, aber es ist halt wirklich so. Wenn ich eine so 2 Stunden aufnehme, habe ich für 2 Wochen Folgen und dann den 2 Wochen spiele ich dann was anderes. Nicht, weil es mir keinen Spaß macht, sondern weil ich ja versuche, viele von euch mit meinen Let's Plays zu beglücken. Okay, jetzt muss ich ein bisschen, wie sagt man? Vorsichtig sein, was ich sage. Vielleicht fühlt sich der ein oder andere jetzt verletzt. Das kann ich jetzt aber kaum erkennen, das Symbol hier. Das sieht ein bisschen schräg aus. Das Plus- und Minuszeichen. So. Vielleicht fühlt sich ja nicht jeder beglückt, so wie ich so hoffe, sondern vielleicht sogar der ein oder andere beleidigt mit meinen Let's Plays. Natürlich nicht. Schon wieder, hä? Das wird ja aber schnell gehen. Ich lass mal noch den Scheinwerfer an hier, unsere, wie sagt man, unser Helmlicht. Weil ich nicht weiß, wie hell das bei euch nachher ankommt. Ich glaube, mein Monitor reguliert die Helligkeit ein bisschen automatisch. Vielleicht sieht es dann bei mir. Also das Nachladen von den Texturen, wenn man so dicht steht, das kommt schon komisch manchmal. Egal, so, falsche Taste. Wieder falsche Taste. Haut, zack, das geht sogar. Ne? Was haben wir denn? Platz haben wir. Wir brauchen jetzt den Girder. Jetzt. Wie viel nehmen wir mal mit? 100. Ist wahrscheinlich zu viel, ne? Dann nehmen wir nochmal 150. So, 120, 83, dann nehmen wir nochmal 250. Okay. So. Wahrscheinlich genau die falsche Glasscheibe. Wir brauchen die hier. Damit wir rausschauen können, genau. Das ist also nicht so der Hitteanblick, aber trotzdem. Wir brauchen ein bisschen Fenster in die Freiheit. Können wir echt gleich das lange nehmen hier? Genau. So. Okay. Und in der Mitte das kleine dann. So, ich hoffe, das passt jetzt soweit. Wir werden es gleich feststellen. Bulletproof-Glas, habe ich das auch dabei? Wahrscheinlich nicht, oder? Ganze 4 Stück. Nein, das gibt's nicht. Okay, wisst ihr was, wir machen es anders. Wir bereiten das Ganze jetzt mal ein bisschen vor. Ich mache mir jetzt mal Notizen, was denn so fällt, damit ich beim nächsten Mal nicht vergesse.
oder? Okay, wir brauchen Bulletproof Glas, jede Menge. Also ich würde sagen, was brauchen wir da pro Stück? Ach du Scheiße, 50. Das sind 25, ja, und hier sind es dann 50. Boah. Denn hier, also schätzungsweise 1000. Minimum. Okay. Da mache ich mir jetzt immer ein bisschen ein paar Notizen neben Spiel, damit es nicht ganz so in die Hosen geht immer. Ja. Ja. Weiß nicht, wie lange wir hier auf dem Mond bleiben. Wahrscheinlich nicht so lange, wie ihr hofft. Aber wie ihr ja merkt, wir müssen, oder ihr müsst keine hunderte von Folgen mehr warten, bis es zum Mond geht. Es geht jetzt immer einen Takt schneller. Na. Das wird natürlich auch cool aussehen, so, ne? Ne, aber ich wollte es, wie wollte ich es denn eigentlich? So wollte ich es haben. So, genau. Sauerstoff haben wir noch 60%, okay. Das reicht noch. Haben wir denn eigentlich schon das beste Schweißgerät? Das müssen wir auch mal überprüfen, wenn wir wieder zurück sind auf der Erde. Dass es eventuell vielleicht noch ein besseres gibt für uns. Da. Das ist ein bisschen zu breit. Der Eingang hätte ja ein Block gereicht. Wenn wir ein bisschen Material sparen. Da können wir aber kein so ein schönes Dach konstruieren, wie ich das gerne haben wollen würde. Ne, das lassen wir so. Okay. Gut, dann haben wir hier eine Tür. Hier geht's zum... Ich weiß nicht, was das werden sollte, ehrlich. Muss ich mein eigenes Let's Plays anschauen, damit ich es wieder weiß. Interessant, was wir hier vorhatten. Schauen wir mal nach. Wenn wir hier was in Krater gebaut hätten, das wäre auch cool geworden, ne? Aber der ist halt ziemlich groß. Aber der hier, der wäre doch so geil. Hier müssen wir unbedingt was reinbauen. Das geht doch einfach gar nicht anders. Hier quasi wie so eine Kuppel drüber bauen, ne? Das wäre doch mega. Ich weiß, ich schweife schon nicht ab. So, wir müssen jetzt erstmal hier. Das ist jetzt hier unsere erste Anlaufstelle. So, was bauen wir denn dann hier rein? Tür, klar. Ganz wichtig, wir brauchen irgendwo unseren Sauerstoffgenerator. Den könnte man eigentlich... Sollen wir den hier rein? Klar, hier ist der Gang. Hier. Keine Ahnung, was ich hier mache. Ich weiß es. Verdammte Kacke. Okay, dann planen wir jetzt einfach neu. Ich verschaffe mal einen Überblick. So, hier kommen wir rein. Eingangshalle. Dann würde ich sagen... Hier würde ich eine Medbay reinmachen. Und das heißt quasi unser, ja, wie sagt man, Hauptquartier oder Büro, unser Mondbüro, genau, so nennen wir es einfach. Jetzt geht aber die Sonne bald wieder auf, oder? Schalte ich mal einen Schein. Das wird unser Mondbüro und hier kommt dann unsere Raffinerie oder unser Sender. Ich habe keine Ahnung. Warum so eine Konstruktion? Ach Gott. So.
können wir ja hier eigentlich. Sollen wir hier gleich dann auch ein Lager anbringen, damit ich unsere Materialien mal aus dem Raumschiff holen kann? Oder soll man einen extra Lagerraum machen? Das können wir natürlich auch, ne? Würde ich sogar echt besser finden, wenn wir hier unterwegs sind. Wo kommt eigentlich die Türe hin? Die war hier. Und dann muss da eigentlich nochmal eine Tür hin. Oder hier, an der Stelle dann. Das heißt, hier kommt die Tür. Also ohne Scheinwerfer ist es etwas dunkel. Machen wir jetzt die Tür. Habe ich die versteckt gehabt? Auf welchem Tab? Die normale Tür, die muss völlig ausreichen. So. Nein, 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 das wollte ich doch gar nicht, verdammt. Okay. Einfach nur mal, dass ich ein bisschen eine bessere Vorstellung bekomme. Wenn man hier so einen Rahmen rumzieht. Wo würde ich denn das Lager jetzt ein bisschen hinbauen? Interessante Frage. Überblick. Ah, wir bekommen wieder Besuch. Kommt er zu uns geflogen? Sieht fast so aus. Oh verdammt. Müssen wir uns jetzt mit dem anlegen? Eigentlich habe ich gar keine Lust. Ich habe keinen Bock, dass unser Schiff zerfetzt. Aber 9 Kilometer. Wir müssen uns vorbereiten. Wir müssen wieder kurz abbrechen. So. Einmal einsteigen, bitte. Na? Komm schon. Fuck. Was ist denn das? Private Sale, okay. Ich hoffe, der feuert nicht auf uns. Ach, diese Landefüße, wo sind hier Landing Gear all off? So. Was ist los? Heb ab. Nein, wieso? Wieso kleben wir jetzt am Boden fest? Heb jetzt ab, verdammte Kacke nochmal. Ich werde etwas nervöser langsam. Landing Gear all on. Unlock. Jetzt müssten sie aber. Jetzt. Ah, endlich. So. Einfahren. Wir gewinnen mal etwas in Höhe. Eigentlich können wir uns den Kampf jetzt gar nicht so richtig leisten. Wegen unserer Energie. Wie sieht's denn aus? Feuerkraft haben wir auch keine. Was ist denn hier los? Weapons. Gatling Gun. Auf die 3.